Deutschland, 8. Mai 2021. Der ehemalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, wirft einer Partei, die er als ökosozialistisch bezeichnet, Rassismus gegen die eigene Nation vor. 2 Monate vorher, der Feuilletonchef der Welt schreibt am 5. März, zwei Aktivisten spielen auf Instagram Nazi-Jäger und erweisen sich als Rassisten, indem sie allen Deutschen einen Nazi-Hintergrund unterstellen. Was hier passiert ist, ist, dass zwei sehr exponierte Männer in sehr einflussreichen Positionen und mit großer Reichweite einfach mal provozieren, indem sie den Rassismusbegriff missbrauchen und dadurch nicht nur gesellschaftlich und politisch spalten, sondern auch all diejenigen verhöhnen, die tagtäglich tatsächlich von Rassismus betroffen sind. Der eine ist im Wahlkampf und der andere, der ist Journalist und reagiert auf ein Instagram-Video oder besser gesagt auf einen Begriff, der in einem Instagram-Video gefallen ist. Dieses Video von Moshtari Hilal und Sintujan Varadaraja hat einen Haufen giftige, tatsächlich rassistische Reaktionen abbekommen, ob in der Presse oder in den Kommentarspalten. Solche reflexhaft aggressiven Reaktionen und Angriffe, die sind bitter und alles andere als eine Bagatelle, aber sie zeigen auch den berühmten getroffenen Nerv und dass hier eine Debatte angeworfen wurde, die sich lohnt. Und dafür danke. Als eine Person, die in ein Land mit Nazi-Vergangenheit geboren wurde und deren Familie Verwandte hat, die ein NSDAP-Parteibuch hatten, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, vererbte Verdrängung ist ein Problem, aber es gibt die Wahl, ob du Teil davon sein möchtest oder nicht. Und es ist auch einfach so, dass in Deutschland diese Frage tatsächlich eine Art Tabustatus hat. Man stellt sie nämlich einfach nicht, zumindest nicht in dem Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin. Und deshalb fühlen sich vielleicht auch noch viele im Recht mit ihrem Unwohlsein. Und jetzt stellen ausgerechnet zwei diese Frage, die sich selber Kinder von Geflüchteten nennen. Und sie fragen danach, wer im Nationalsozialismus woran verdient hat, was aus diesem Kapital geworden ist, warum immer noch davon profitiert wird und warum darüber eigentlich niemand spricht. Fair enough. Und möglicherweise ist es genau das, was zum Beispiel den Feuilletonchef der Welt so wurmt, dass diese zwei damit an einem sorgsam aufgetragenen Leitkulturlack kratzen, der nämlich eigentlich dafür da ist, die prominente deutsche Erinnerungs- und Bewältigungspolitik zu isolieren vor der Frage nach der Kontinuität. Und diese Frage ist so wahnsinnig unangenehm, weil sie nämlich genau das berührt, was sich so viele Deutsche wünschen, nämlich dass es nicht irgendwann vorbei ist mit dem Aufarbeiten und dem Fragenstellen. Und dieser Wunsch nach dem Schlussstrich, wie prominent er ist, drängt sich auch auf, wenn man die Ergebnisse der aktuellen MEMO-Studie anguckt, des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld. Hier wird unter anderem die Frage gestellt, gab oder gibt es Ereignisse in Deutschland seit 1945, die aus Ihrer Sicht in einem direkten Zusammenhang mit der NS-Geschichte stehen? Auf diese Frage antworten fast 50% mit weiß nicht, keine Angabe. Das heißt, fast die Hälfte hat sich über Kontinuitäten keine Gedanken gemacht. Die andere, zweite große Gruppe, nämlich 25%, der fällt dagegen einiges ein, nämlich, Zitat, Angriffe und Anschläge, zum Beispiel die Terroranschläge des NSU und die Terroranschläge von Hanau und Halle. Und die Kontinuität, die damit benannt ist, um die ging es auch am 8. Mai 2021, und zwar in der Rede, die Esther Bejarano als Auschwitz-überlebende Antifaschistin und Zeitzeugin gehalten hat. Sie hat gesagt, es gab nie eine Stunde Null. Alte Nazis bauten die Polizeibehörden, das Militär und viele Behörden in der Bundesrepublik auf. Diese Kontinuitäten und der aggressive Antikommunismus sind auch Ursachen für die heute fast täglich bekannt werdenden rassistischen und antisemitischen Vorfälle in den Sicherheitsbehörden. Es ist beschämend, dass heute noch neofaschistische Netzwerke in diesen Strukturen existieren können. Und wir müssen mehr erinnern, nicht weniger. Verschiedene Erfahrungen sichtbar machen. Das koloniale Erbe des Deutschen Reiches, die Thematisierung von Polizeigewalt durch die Black Lives Matter-Bewegung. In der postmigrantischen Gesellschaft fordern von Rassismus Betroffene nicht nur Sichtbarkeit in der Gegenwart, sondern auch für Vergangenes. Direkt nach Esther Bejarano hat im Hamburger Gängeviertel am 8. Mai eine junge Frau von Migranti für Hamburg gesprochen und an diejenigen erinnert, die heute von Nazis ermordet werden und vom Kampf ihrer Angehörigen und der Überlebenden um Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und in der Erinnerungskultur. Say their names. In einem der letzten Videos hat Michael Rothberg hier diesen wichtigen Begriff noch einmal beigesteuert, und zwar die multidirektionale Erinnerung. Und dabei geht es auch um die Frage, gelingt gemeinsames Handeln in Anerkennung aller Differenz?
Statt also einer Erinnerungskultur, die sich auseinanderdividieren lässt, eine solidarische erinnerungspolitische Praxis. Das wäre super.